Und damit Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Wir haben endlich die Spelunke gefunden. Dummerweise hatten wir bloß kein Geld dabei, um uns auch mal was Vernünftiges zu trinken zu leisten. Aber der Gondoliero ist wieder da. Können wir doch mal eine Runde mit ihm quatschen? Was für ein weltfremder Spinner. Konnte er keinen vernünftigen Job finden? Der sieht mir ganz stark nach dem Sänger aus dem Intro-Video aus. Prego. Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Calzone. Prego. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunatamente, aber leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Okay. Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss es machen, um zu verscheuchen, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Definitiv. Coole Gondel. Sì. Ist Gabriel molto comfortable con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Das ist ein schönes Extra. Sorry wegen des Airbags. Ist no problemo. Ich bin Socio di Club Gondolo Mobilistico. Mitglied im Gondelmobilclub? Precisamente. Il Doggo hat immer einen Ersatz für Sacco di Aria Caputo. Capisce? Capito. Caputo. Wie auch immer. Nicht, okay. Was ist das für eine Kiste? Ist das schon der neue Airbag? Sì. Fortunamente, il Doggo hat immer eine Adapter auf die Lager. Musst du eigentlich immer mit diesem bescheuerten Akzent reden? Ja, ich bekomme sonst Beef mit der Gondelvereinigung. Ach so. Ja, das ergibt durchaus Sinn. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Arrivederci. Was denn Ding? Ach, nichts. Okay. Das ist wohl schon der neue Airbag. Das ging aber schnell. Se ginge flotte. Da komme ich zu die Docke und da habe ich die Generator. Na, ich habe da so eine Idee in der letzten Folge gehabt, aber die werde ich jetzt später ausprobieren und bis dahin werde ich auch definitiv noch die Pferdescheu machen. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Ups. Upsi. Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Jetzt ist es der meine. Haben wir eine Karte. Das sieht mir eher nach einem Zugang aus. So. Ist das ein riesengroßes. Eine Turnierhand. Das muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Das sieht sogar gar nicht mal so verkehrt aus. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also sonst klappt das immer. Ja. Yeah. Zu für meinen Geschmack. Ja. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Vielleicht können wir das Periskop ja mitnehmen. Wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Was kannst du nicht? Ich mache mal eben kurz Schnellbesolung. Oh, okay. Vor Docks Werkstatt, eine Rohröffnung. Gehen wir erstmal zur Tür, gucken, ob wir wie rein können oder sowas. Die Schilder finde ich cool. Verfluchte Sektenmitglieder! Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Wenn ich euren Heiland wirklich mit Absicht ans Kreuz genagelt hätte, dann wäre er bestimmt nicht nach 2 Tagen wieder. Was zum... Wer bist du denn? Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben.
Also wenn ich die Wahl habe... Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Okay. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Nein. Kennst du Captain Bozo? Captain? Ist man jetzt schon Captain, wenn man einen rostigen Müllkutter über Wasser halten kann? Der einzige Captain, den ich kenne, ist Captain Seagull oben in Bellevue. Aber im Vergleich zu dem affektierten Idioten ist mir Bozo allemal lieber. Also kennst du ihn? Ich trage gerade seine Unterwäsche, wenn du es genau wissen willst. Aha, ich glaube, ich muss dann mal weiter. Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven. Okay, das war interessant. Was haben wir denn hier für eine pinke Rohr? Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Ja. Hallo, Test, Test. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole. Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Oh yeah. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick ist es auf. Dann machen wir es mal zu. Na super, jetzt ist das Rohr zu, aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Ja. Hier stehe ich nun nicht, Armator, und bin so schlau als wie zuvor. Toll, jetzt bin ich wieder bei Doc. Da waren wir doch schon gewesen. Ich will doch bloß zu diesem dämlichen Schrottladen. Das ist Klein Venedig. Industriegebiet, da ist Docs Werkstatt. Ich bin jetzt gerade hier am Markt. Zu oder nach Bellevue komme ich noch nicht, weil das Ding mir noch verwehrt. Also, gucken wir uns einfach mal am Dock um, das ist ja jetzt auch kein Thema. Wen haben wir denn da? Oh. Wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Das sieht leicht schmerzhaft aus. Ja, und sonst so? Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Nette Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Ach, Unkraut vergeht nicht. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das muss der Gadget Shop sein. Also ich glaube da jetzt... Haben wir schon alles erkundet. Ach, das sieht gut aus. Und was für eine nette Roboterbedienung. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig,
Dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Es geht ja immer noch um Kohl. Also, welche Marke darf es denn sein? Ich finde es ja gerade so recht spaßig, dass scheinbar der, weiß nicht wer das ist, der Alarmbesitzer irgendwie in der Maschine wohl gefangen zu sein scheint. Ja, Qualität ist mir wichtig. Das ist auch ein billiges Werbegeschenk, das gibt es meiner großen Liebe. Für die Liebe. Sind das auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Und ein wunderbarer Lied. Dann kann es ja losgehen. Okay. Zum Glück sieht's noch aus wie vorher. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Ich bin nicht billig. Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Na ja, so draußen wird es jetzt nicht allzu viel besser sein. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinander gebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Lass hören. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Huch. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Golds Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja. So ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Ja, wie bei einer Fernbedienung. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's. Rufus to the rescue. Und so. Oh, ein Schalter. Ist jetzt was passiert, oder? Scheinbar...
Oh, jetzt ist Eis drin. Verrückt. Okay, dann bauen wir mal die Tastatur in die Fernbedienung ein. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Alles klar, eine Antenne haben wir auch. Die Zuckerdose, die brauchen wir später noch, schätze ich mal. Jetzt ist die Frage, wo zum Henker ist jetzt Go hin? Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Ungefähr, ja. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Aber natürlich. Ob da wohl Saft drauf ist? Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Ich habe keine Wurmlöcher. Das haben wir doch schon mal geklärt. Okay. Da liegt er clever, but... Farbeimer brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Airbag-Kiste. Ich würde ja gerne was mit dem Ofen machen. Nur... Was? Überall diese Nester und Eier, die hier rumliegen, das ist... Das irritiert mich, um es mal so auszudrücken. Zum Waffenladen oder zum Marktplatz? Nehmen wir mal zum Waffenladen zurück. Irgendwo müssen wir Goya finden. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie mit dieser netten Dame zu tun haben möchte. Und so. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Das ist durchaus möglich, ja. Zumindest ist ja laut Anzeige nichts mehr. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Wahrscheinlich klauen. Huch? Oh, hallo. Hey du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Oh yeah. Ja. Von wegen, bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Okay. Das ist doch schon mal ein sehr nützlicher Hinweis. Also werden wir nochmal runter zu den Docks stratzen. Und vielleicht haben wir ja sogar Glück und finden da auch direkt Goal. Oh, dann haben wir mit Ködern. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Ja, das stimmt allerdings. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach, das fällt mir schon wieder ein. Ach ja, reingreifen. Huch. Aua. Könnte schmerzhaft sein. Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schaue mir diesen Eimer an. Schön. Ein schöner Eimer. Nimm mir mal mit. Oh, wir können auf Poses Kutter gehen. Das ist praktisch. Und wir finden hier... nichts. Okay, war ein kurzer Besuch. Und so. Ja, der war mir jetzt unfreundlich. Sollen wir nochmal zum Gadget-Shop gehen?
Ich muss zugeben, dieser Kundenbetreuungsbot macht seine Arbeit gar nicht schlecht. Ich frage mich trotzdem, wo der Besitzer des Ladens abgeblieben ist. Ja, ich könnte meinen, dass... Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Was verkaufst du hier denn so? In Gilligan's Gadget Garten finden Sie die unglaublichsten Apparaturen auf ganz Deponia. Gucken Sie sich ruhig um. Probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus. Oh, das klingt gut. Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder zurückzulegen, bevor Sie den Laden verlassen. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86%ige Wahrscheinlichkeit eines versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was? Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. Die da wären? So wie sie rumlaufen, zum Beispiel. Bist du ein Roboter? Der Gadgeteer hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Naja. Diese Information ist irrelevant. Ich bin vollkommen autark. Verstehe. Wo kann der Gadget hier nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Naja, also... Wir? Ja, wir machen uns große Sorgen. Wer ist denn wir? Seine Frau und ich. Ah ja. Der Gadget hier ist also verheiratet. Ja. Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken. Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich Camilla seit Monaten. Mittlerweile gibt sie mir recht. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. Warum ist der Sockel dort leer? Er ist nicht leer. Was sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Das mächtigste Gadget Deponias. Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Es ist schwer zu glauben, aber er ist da. Ein schönes Gerät, reich verziert. Und seine Kräfte sind unvorstellbar. Aber wagen Sie es ja nicht, ihn anzufassen. Ich glaube, ich kann mich gerade noch zurückhalten. Gut. Aber gerade so. Ich bin dann mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Schau mal, was haben wir hier? Eine unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil. Sollte man haben, ne? Können wir die da setten? Ein Schredder. So einen brauchen Goal und ich unbedingt für unsere Stadtvilla auf Elysium. Wir könnten ihn zum Beispiel ins Schlafzimmer stellen. Dann könnte ich direkt vom Bett aus schreddern. Das wäre äußerst praktisch. Haben wir vielleicht irgendwas zum Schreddern? Vielleicht die Pillen? Ich würde diesen Schredder ja schon gerne ausprobieren, aber nicht mit meinen eigenen Sachen. Zu dumm, dass die Dinge automatisch mir gehören, sobald ich sie mitgenommen habe. Aber so ist nun mal die Rechtslage. Okay, was haben wir hier? Ein Lotto? Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedo-Ausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Oh ja. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Haben wir hier noch? Ein Saftpressenhut. Ein Saftpressenhut. Damit sehe ich bestimmt extra lässig aus. Wie ein Mann von Welt. Wohl wäre garantiert hin und weg. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Bitte vergessen Sie nicht, die Ware zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Was können wir denn mit dem Saftpressenhut mal alles Schönes anstellen?
Vielleicht der Köder. Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Ja, wir haben hier einen Haken. Das habe ich mir bereits geangelt. Okay. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Ach ja? Und das steht wo? Haben Sie das Schild am Eingang nicht gelesen? Ich wollte erst warten, bis das Hörbuch draußen ist. Okay. Was haben wir hier? Anti-Schwerkraftsocken. Die haben hier echt alles. Ziehen wir sie doch gleich mal an. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Au! Oh, nett. So komme ich an die Sonnenbrille ran. Und so. Die Sonnenbrille, der sieht aus wie Heil. Okay. Wieder runter. Na, wir gehen da runter. Au! Huch. Das war ein kurzes Vergnügen. Ansonsten haben wir hier noch einen Bananenentkrümmer. Wird ja auch Zeit, dass den mal jemand erfindet. Das ist echt praktisch. Das ist er also. Der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Er ist noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nehme ich zumindest an. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Och. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Aham. Ist ja schon gut. Okay. In dieses Fach passt genau ein Saftpressenhut. Verrückt. Ich werde mal wieder zum Doc gehen. Quasi. Und so. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber die Ausstellungsexemplare dürfen unter keinen Umständen aus dem Ladenbereich entfernt werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aham. Ist ja schon gut. Ah, was soll's, aber... Ich... Wie kriegen wir das am besten jetzt für den Drachen nichtsdestotrotz erhalten? Weil den brauchen wir. Davon gehe ich zumindest aus. Und also müssen wir immer noch Gore finden. Das kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ich mag das Gefühl, wenn es lose in der Hose hin und her klötert. Okay. Das kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ich mag das. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Eine vollautomatische Sportangel mit Zielautomatik. Das klingt gut. Dann schon eher ein Kescher, oder? Damit könnte ich bestimmt die Reichweite der Fernbedienung erhöhen. Dann könnte ich Goal bequem von der Couch aus hin und her schalten. Fehlt nur noch die Couch. Ja, die passt bestimmt auch noch in meine Hose rein. Okay. Okay. Gut. Auf jeden Fall müssen wir Goal finden und das machen wir auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Und so. Yeah. Rock on, baby.